Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 News Video. Wir schauen uns heute gemeinsam einen sogenannten Feature-Fokus an, welcher gestern von Frontier im Jurassic World Evolution Forum für uns veröffentlicht wurde. Und das Thema des heutigen Feature-Fokus sind die Funktionen und Mechaniken, die die Beschaffung und Verwaltung der Dinosaurier und anderen Reptilien betreffen. Der Prozess zum Erwerb und zur Beschaffung der Dinosaurier wurde ein wenig angepasst und überarbeitet. Das Extrahieren von der DNA aus den Fossilien ermöglicht es einem nach wie vor, das Genom langsam mehr und mehr zu erforschen und dann, wenn man es weit genug entwickelt hat, auch die ersten Dinosaurier in den Entwicklungslaboren dann großzuziehen. Während es in Jurassic World Evolution 1 ja so war, dass die Dinosaurier nacheinander erstellt wurden, ist es jetzt möglich, in Jurassic World Evolution 2 gleichzeitig mehrere Dinosaurier herzustellen und auszubrüten. Außerdem kann man diese dann bei Erfolg auch gleichzeitig aus diesen Entwicklungslaboren freilassen. Die kommen dann mit einer sehr coolen Animation gleichzeitig aus dem Entwicklungslabor und geben einem dann schon so ein bisschen mehr das Gefühl, dass sie zusammengehören und eine Herde oder Einheit bilden. Und es hat natürlich den Vorteil, dass man so seine Parks viel schneller mit Dinosauriern bevölkern kann, weil das Ganze halt nicht mehr alles nacheinander geht, sondern wirklich auch parallel zeitgleich. Der Prozess von dem Erschaffen von Dinosauriern wurde in Jurassic World Evolution 2 abgeändert, denn er besteht jetzt aus zwei Phasen. Zum einen die Synthese und zum anderen die Inkubation. In der Synthesephase erstellt man eine Gruppe von Eiern und auf diese kann man dann auch genetische Modifikationen anwenden, um zum Beispiel die sozialen Eigenschaften der Dinosaurier zu verändern, die Lebensdauer oder sogar die Hautmuster und Färbung dieser. Wo wir gerade übrigens beim Thema Skins gerade sind, kann ich nochmal hervorheben, dass jeder Dinosaurier 12 verschiedene Farben haben wird und 7 verschiedene Muster und die kann man dann natürlich auch beliebig miteinander kombinieren und hat dadurch wirklich viele Möglichkeiten, seine Dinosaurier farblich dann anzupassen. Aber machen wir nach diesem kurzen Abschweif mit der Synthesephase weiter, denn am Ende dieser Phase wird bekannt gegeben, welche von den gewünschten Modifikationen nun wirklich auf die Eier angewendet wurden und welche vielleicht auch unerwünschte Nebenwirkungen oder andere Änderungen von dem Genom so hervorgebracht wurden. Das heißt, nicht alles, was man da auswählt, funktioniert dann auch zu 100%. Es kann dann auch mal sein, dass etwas fehlschlägt und dann dabei auch mal irgendwie was Unwünschenswertes oder ein nicht so toller Nebeneffekt dabei rumkommt. Danach geht's dann zur Ausbrütung der Dinosaurier in der Brutstätte. Dort werden sie dann zum Erwachsenenalter herangezogen und können, wenn es dann soweit ist, im Park freigelassen werden. Eine andere Art, Dinosaurier freizulassen, ist auch noch die Möglichkeit, dass man diese direkt aus der Brutstation zu einem anderen Punkt fliegen kann. Das heißt, man muss zum Beispiel, wenn man die Dinosaurier von seiner Brutanlage in ein anderes Gehege fliegen möchte, muss man die nicht erst freilassen, betäuben und dann dorthin fliegen, sondern man hat jetzt die Möglichkeit, diese direkt aus der Brutstation in das dazugehörige Gehege zu fliegen. Das finde ich richtig gut, diese Funktion. Das erspart einem viele Ärgernisse. Vor allem hat man dann auch den Vorteil, dass man in vielen Parks dann wirklich nur noch eine Brutanlage baut und von dieser aus dann die Dinosaurier immer an den richtigen Ort fliegen kann. Dieser Weg ist allerdings nicht der einzige Weg, an neue Dinosaurier für seinen Park zu kommen, denn es wird auch noch möglich sein, durch bestimmte Events und Modi lebende Dinosaurier aus der Wildnis einzufangen, zu beruhigen und dann in seinen Park zu transportieren. Auf diese muss man dann natürlich besonders Acht geben und gucken, dass die Gehege wirklich so gestaltet sind, dass sie sich wohlfühlen und auch vernünftig von den Ranger-Teams gesundheitlich überwacht werden können. Jetzt, wo wir wissen, wie wir an Dinosaurier kommen, geht es natürlich auch noch darum, die Dinosaurier glücklich zu machen und deren Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen. Dafür müssen wir diese natürlich mit der passenden und ausreichenden Nahrung versorgen, mit Wasser versorgen und auch dafür sorgen,
dass sich die Dinosaurier in ihren Gehegen wohlfühlen, indem wir die Umgebung und auch die Gestaltung von dem Gehege an deren Bedürfnisse anpassen. Verschiedene Arten werden dann auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Dinosaurier werden dann auf natürliche Weise Territorien innerhalb ihrer Gehege schaffen und das Ganze basiert so ein bisschen auf ihre Umweltbedürfnisse. Das heißt, sie werden sich dann mehr an den Orten aufhalten und ihr Territorium schaffen, wo sie sich selbst am wohlsten fühlen. Falls die Dinosaurier nicht zufrieden sein sollten mit dem, was ihnen derzeit zur Verfügung steht, dann werden sie auch versuchen, ihr Territorium zu erweitern. Es wird übrigens jetzt auch so sein, dass Dinosaurier viel mehr umherstreifen werden, als sie es zuvor in Jurassic World Evolution 1 getan haben. Das heißt, wenn man dann irgendwie Besucherattraktionen wie Aussichtspunkte oder solche Aussichtstürme baut, dann muss man auch so ein bisschen berücksichtigen, dass man die an einer Stelle platziert, wo die Dinosaurier sich dann häufig aufhalten. Gerade bei größeren Gehegen ist das dann nicht immer ganz so einfach und da muss man vielleicht auch mal irgendwann umbauen, wenn man dann die Dinosaurier länger beobachtet hat und weiß, wo sie sich am liebsten aufhalten und wo sie langwandern und sowas. Viele Animationen der Dinosaurier wurden überarbeitet oder sogar neu hinzugefügt, darunter unter anderem Ausruhen, Kontakte knüpfen, Laufen, Rennen, Jagen und Kämpfen. Und das Ganze soll jetzt alles ein bisschen schöner und realistischer aussehen, um die Dinosaurier lebendiger und natürlicher wirken zu lassen. Geeignete Fleischfresser, wie zum Beispiel der Velociraptor, werden auch auf Rudeljagd gehen und mit dynamischeren Animationen und Bewegungen die Beute dann noch cooler zur Strecke bringen. Außerdem ist es jetzt möglich, dass Beutetiere auch ihren Jägern entkommen. Vorher war es ja immer so, wenn zum Beispiel ein Gallimimus von einem Raptor gejagt wurde und dann erstmal die Animation eingeloggt war, dann gab es kein Entkommen mehr, dann wusste man, dieser Gallimimus wird jetzt von dem Raptor erlegt. Und jetzt ist es endlich möglich, dass auch das Beutetier mal entkommen kann. Dabei kann es natürlich verletzt werden, aber es gibt dafür dann ja auch eine neue medizinische Einrichtung, um diese dann bestmöglichst versorgen zu können. Dafür gibt es dann auch eine neue Einheit im Park, nämlich die mobile Veterinäreinheit. Diese kann bei leichten Verletzungen ausrücken und dann die Dinosaurier auch lokal behandeln. Allerdings, wenn die Verletzung so schwer ist, dass sie nicht mehr lokal behandelt werden kann, dann muss das Tier in einer paläontologischen medizinischen Einrichtung versorgt werden. Zu dieser Einrichtung gelangt das verletzte Tier übrigens per Helikopter. Falls man mehrere verschiedene Dinosaurier in das gleiche Gehege tut, können sich Territorien überschneiden und dann kann es auch zu Kämpfen um die Vorherrschaft kommen. Es ist aber natürlich auch so, dass sich bestimmte Arten untereinander auch sehr gut verstehen. Und wenn man die richtigen Dinosaurier, die kompatibel miteinander sind, in ein Gehege gemeinsam tut, dann gibt es sogar Boni auf die Dinosaurier- und Parkbewertungen. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, wie es den Ranger möglich sein wird, die Dinosaurier besser zu beobachten und zu überwachen und auf deren Wohlergehen achten zu können. Denn es gibt jetzt sogenannte Ranger-Posten, die kann man im Gehege platzieren. Und wenn dann ein Ranger auf Patrouille geht, dann fährt er diese einzelnen Ranger-Posten nacheinander an. Und wenn er dann dort ist, werden alle Dinosaurier im Umkreis von diesem Ranger-Posten gescannt. Und dann wird überprüft, ob es diesen gerade gut geht oder was diesen gerade fehlt. Es wird natürlich auch möglich sein, einen Ranger zu beauftragen, einen einzelnen Dinosaurier zu scannen und nach diesem zu schauen, falls dieser sich gerade mal nicht in der Reichweite von so einem Ranger-Posten befinden sollte. Und ja, Leute, das war der heutige Feature-Fokus. Ich glaube, wir haben wieder eine Menge über Jurassic World Evolution 2 erfahren. Es wird jetzt übrigens in den kommenden Wochen und Monaten öfter solche Feature-Fokusse geben, die dann verschiedene Themen betreffen und uns mehr über das Spiel verraten. Ich werde euch natürlich, was das angeht, immer auf dem Laufenden halten. Der nächste Feature-Fokus betrifft übrigens das Thema Anpassung. Das heißt, da werden wir ein wenig mehr darüber erfahren, wie man die Dinosaurier und Parkgebäude individualisieren kann. Klingt definitiv sehr interessant. Falls ihr es nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Falls euch das Video gut informiert hat, würde ich mich auch über ein Däumchen freuen.
Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.